Und? In top form. Saddam Hussein greift Mallorca an. Verlängert. EU beschließt neue Einheitsnorm für Kondome. Und zeichnet Linda de Mol schwanger. Die Wochenshow gratuliert. Hallo Linda, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Danke schön. Wissen Sie denn schon, wer der Vater ist? Wurde ich auf Welt gelandet? Wie kennst du denn die Vorstellung? Weiß ich nicht, ob ich das so toll finde, aber ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen vielleicht auch in der Stelle da ist, oder? Die Steffi Fackel also vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Meine Tochter ist uns jetzt live in New York zugeschaltet. Hallo Steffi. Steffi, Sie haben ja am Abend vor dem Prozess Ihren Vater noch einmal im Gefängnis besucht. Nach diesem Besuch waren Sie doch sehr sauer auf ihn. Warum eigentlich? Ich habe mein Geldbeutel am Abend verloren oder wahrscheinlich ist er gestohlen worden. Ja, genau. Ich will nicht in den Hals, muss ich zugeben. Er kann es also nicht lassen. Mein Herr Graf soll ja sogar den Mitangeklagten Joachim Eckert mit einem Baseballschläger bedroht haben. Über die neuesten Entwicklungen im Fall Graf berichtet nun meine Kollegin Anke Engelke. Anke, kannst du mich hören? Ja, Ingolf. Die neuesten Entwicklungen könnten Peter Graf in große Schwierigkeiten bringen. Schwierigkeiten, die er im Moment absolut nicht gebrauchen kann. Bei mir ist nun unser Sonderkorrespondent Tilman Nolle. Tilman, ein schwerer Tag für Peter Graf? Danke. Was der Graf jetzt braucht, ist ein Ass. Nur hat er im Moment gar keinen Auftrag. Weiterhin fehlt ihm unsere Wirtschaftsexpertin Daniela Wolfers. Daniela, ein schwerer Tag für Peter Graf. Ich habe mir mal nicht gedacht, natürlich, dass die Medien diese ganze Sache etwas aufbauschen, aber Steuerhinterziehung ist ein Thema, über das geredet werden muss. Danke, Daniela. Danke. 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 Mein Name tut nichts zur Sache und das ist passiert. Der Dienst am Gast bedeutet für Dieter Bachmann aus Düsseldorf alles. Jahrelang hatte er gerackert und gespart, um sich seinen großen Lebenstraum zu erfüllen. Eine eigene Autobahnraststätte. Im November letzten Jahres hatte er es dann geschafft. Er eröffnete seine Raststätte Rast 2000 an der A4. Für Dieter Bachmann sollte seine neue Aufgabe der Himmel auf Erden werden. Doch es wurde Hölle pur. Als er am Morgen des 3. September zu seiner Raststätte fuhr, musste er eine schreckliche Entdeckung machen. Also im Nachhinein muss ich sagen, schon auf der Fahrt hierhin hatte ich irgendwie so ein komisches Gefühl. Und als ich dann hier ankam, hat mich fast der Schlag getroffen. Meine Raststätte war weg. War einfach nicht mehr da. An dieser Stelle hat sie gestanden, bis zur Nacht des 3. September. Dieter Bachmann wurde das Opfer einer dreisten rumänischen Diebesbande, die sich ganz auf Autobahnen spezialisiert hat. Allein im letzten Jahr verschwanden in Deutschland 9 Raststätten, 13 Tankstellen und 18 Ausfahrten. Das war sie. Meine Raststätte. Über 200 Parkplätze. Erlebnisrestaurant. Wickelraum, Videokabinen, alles. Und das soll jetzt alles nicht mehr sein?
Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Mit knapp 12 Millionen Mark Schulden ist Dieter Bachmann auch finanziell am Ende. Die Behörden verweigern jede Unterstützung. Sie sind gegenüber Passiert zu keiner Stellungnahme bereit. Die Polizei gibt ihre Hilflosigkeit wenigstens offen zu. Es ist nun mal so, dass wir nicht alle 289 Autobahnraststätten rund um die Uhr bewachen können. Dazu fehlt uns Personal. Und abgesehen davon, der Herr Bachmann hätte halt besser aufpassen müssen. Wir wollten uns mit dieser Auskunft nicht zufrieden geben und recherchierten auf eigene Faust weiter in Rumänien. Hier bei Bukarest entdeckten wir den Beweis. Denn hier steht seit wenigen Wochen exakt die Raststätte, die Dieter Bachmann geklaut worden war. Lediglich die Außenwände wurden umgespritzt. Doch die rumänischen Behörden stellen sich stur und verweigern eine Rückführung. Hier, ganz eindeutig. Das ist meine Raststätte hier. Die 52er Bakalitfliesen, ja? Die Tische, alles, alles. Da liegt ja sogar noch meine Zeitung. Doch der 42-jährige Geschäftsmann gibt nicht auf. Von genau dem Ort, an dem bis vor kurzem seine Raststätte stand, kämpft er nun mit seinen Anwälten um eine Auslieferung des Gebäudes nach Deutschland. Passiert wird weiter über diesen Fall berichten. Nächste Woche in Passiert. Dreiste Diebe entwenden das Hermsdorfer Autobahnkreuz. Überblick. Bonn, Joschka Fischer wird von der eigenen Partei heftig kritisiert. Fraktionskollegen behaupten, seit der Trennung von seiner Frau sei Fischer launisch und unbeherrscht. Sie haben soeben eine Einschätzung. Genf. Theo Weigel bewilligte gestern Finanzhilfen für den internationalen Artenschutz. Weigel selbst übernahm die Patenschaft für die Galapagos-Schildkröte. Die Regierung ist aus dem Urlaub zurück. Auf der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause wurde der neue Staatssekretär Hinterseer traditionell begrüßt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble widersprach gestern Berichten über Streitigkeiten in seiner Partei. Stattdessen lobte er den solidarischen Geist seiner Kollegen. Grüß dich, Jochen. Super gefallen und hilf mal eben. Ja, Logo. Ich bin jetzt hier beschäftigt. Danke, Jochen. Das muss wirklich nicht sein, aber guck doch mal da unten, bitte. Super, danke. Braunschweig. Als erste Krankenkasse überhaupt musste die Braunschweiger Ersatzkasse in dieser Woche Konkurs anmelden. Für die Mitglieder hat dies schwerwiegende Folgen. Dieser Woche sperrte das englische Königshaus die Kreditkarten von Lady Diana. Ihre beste Freundin Fergie reagierte wütend. München. Nach einer Studie der bayerischen Landesregierung nimmt die Zahl der Opfer von Kampfhunden weiter zu. Ein Bericht unseres Reporters Bastian Pastewka. Immer mehr Menschen werden von brutal überzüchteten, beißwütigen Killermaschinen angegriffen. Pitbulls, Dobermänner und Rottweiler machen unsere Städte unsicher. Der englische Garten in München, in dem ich mich befinde, hat einen traurigen Ruf als Sammelpunkt skrupelloser Hundehalter, die ihre gefährlichen Vierbeiner durch immer neue Gräueltaten zu Höchstleistungen anspornen wollen. Außerdem ist es insofern... Oh, Scheiße. Ist es insofern... Auf! Eine Polizeistudie warnt vor der zunehmenden Gefährdung durch südrussische Einbrecherbanden. Originalbilder einer Überwachungskamera zeigen jetzt erstmals, mit welcher Professionalität und Geschicklichkeit die Diebe vorgehen.
Die russische Raumfähre Blini 2 sollte den deutschen Astronauten Ulf Merbold heute zu einem sechsmonatigen Aufenthalt in die Raumstation Mir bringen. Aus ungeklärten Gründen ist die Rakete jedoch ohne Merbold gestartet und treibt nun führerlos durchs All. Unser Top-Reporter Horst Lemminger ist jetzt vor Ort. Horst, wie konnte es denn dazu kommen? Ingolf, das ist ein schreckliches Missverständnis. Das ist mir wirklich sehr peinlich, ja? Horst, wo bist du? Ich umkreise gerade die Erde in einer Höhe von 15.000 Kilometern und müsste mich jetzt etwa über der Grimhalbinsel befinden. Ach, nicht wahr, ne, Horst, was zum Teufel machst du da oben? Wie bist du bloß in diese Rakete also gekommen? Also eigentlich wollte ich ja nur aufs Klo, ja? Ich habe die falsche Tür erwischt. Und dann hat mich plötzlich so ein Typ in diesen Anzug gesteckt und mich auf diesem Sessel festgeschnallt. Hast du denn nicht versucht, das Missverständnis aufzuklären? Doch. Aber alle haben nur gelacht und mir auf die Schultern geklopft. Ist dir eigentlich klar, Horst, dass du jetzt mindestens ein halbes Jahr im All bleiben musst? Wenn das Andocken mit der Mir überhaupt klappt, hä? Ingolf, mach doch bitte keine Scherze, ja? Ich bin in einer sehr schwierigen Situation. Du musst mir helfen. Ich kenne mich doch mit dieser russischen Technik überhaupt nicht aus. Horst, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich meine, die Satellitenleitung ist ja hervorragend. Übrigens ganz tolle Bildqualität, muss ich dir sagen, ehrlich. Ja, aber frag mich nicht, wie lange ich an diesem Sender rumgeschraubt habe. Vor einer Stunde war ich noch live im indonesischen Fernsehen. Wunschkonzert. Hey, und was hast du dir gewünscht? Strangers in the Night. Ingolf, du musst mir helfen. Du, Horst, das würde ich ja gerne, aber leider, das Modell kenne ich nicht. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Oh mein Gott, da kommt was auf mich zugeflogen. Das muss die Raumstation Mir sein. Ingolf, was soll ich tun? Horst, schau doch mal, ob du vielleicht irgendwo ein Schild siehst. Ankoppelev oder Automatski, Pilotski oder sowas ähnliches. Hä? Da ist ein Knopf. Ja? Ich werde versuchen, einmal auf Handschaltung umzustellen, ja, Ingolf? Ja, viel Glück, Horst. Tja, das war dann wohl doch nicht die Raumstation Mir, sondern eine Kollision mit dem indonesischen Fernsehsatelliten. Meine Damen und Herren, gleich sehen Sie bei uns. Die Formel-1-Saison, meine Damen und Herren, geht zu Ende. Die Wochenshow wollte wissen, was passiert eigentlich mit all den abgefahrenen Rennreifen. Einem Hersteller ist es gelungen, sie so zu recyceln, dass sie zumindest noch einmal benutzt werden können. Wir befinden uns hier in der Grand Prix Gummi Recycling GmbH. Neben mir steht Peter Stumpf, der Erfinder einer großartigen Neuheit. Herr Stumpf, Sie recyceln Formel-1-Reifen zu Kondomen. Wie machen Sie das? Der Herstellungsprozess ist natürlich geheim, aber was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass diese Dinger bis zu 280 Stundenkilometer sicher sind und man in 3 Sekunden von 0 auf 100 kommt. Das ist ja toll. Aber ist denn das überhaupt relevant? Natürlich. Mit etwas Geschick und Übung kann man das Teil in 7 Sekunden wechseln und der Fahrer, der Träger, hat dann natürlich Zeit, etwas nachzutanken. Glauben Sie denn einen Markt für so etwas? Oh ja, das tue ich. Sehen Sie, zum Beispiel das Kondommodell Damon Hill, wenn Sie als Erster im Ziel sein wollen. Oder Kondommodell 2, Jean Alesi. Es gibt Leute, die lieben es Französisch, ne? Was ist denn mit Schumacher? Gibt es denn schon ein Schumigummi? Oh ja, das Schumigummi, das ist noch im Test. Warum denn? Nun, das macht schon auf halber Strecke schlapp, ne? Zurück ins Studio. Weiter geht's mit Sportnachrichten in aller Kürze. Unser Sporttelegramm. Madrid, stürmischer Empfang für Bodo Ilgner. Verbissen, Franzi van Almsick will hoch hinaus. Endlich neuer Rennstall für Damon Hill. Und
Theo Weigel wird Ehrenmitglied bei 1860 München. FC Bayern-Fans sind enttäuscht. Dies ist keine normale Uhr, denn die Smart 700 kann Dinge, die keine andere Uhr auf der ganzen Welt kann. Eben noch habe ich meine Smotch mit klassischer Musik geweckt und jetzt mache ich bereits frisch gepressten Orangensaft mit ihr. Ja, Sie sehen richtig, die Smotch 700 ist nicht nur ein hochmoderner Chronograph. Nein, sie ist auch ein ausgezeichneter Gemüsezerkleinerer. Ein Hometrainer. Und unglaublich, die Smotch ersetzt einen kompletten Werkzeugkasten. Dieses unglaubliche Angebot können Sie jetzt telefonisch bestellen. Smotch 700. So schön kann Zeit sein. Frau Scheinemakers, Margarete, Ihre Liebe zum Boxsport ist ja allgemein bekannt. Gestern nun standen Sie zum ersten Mal selbst im Ring gegen die Schwergewichtsweltmeisterin Big Fat Mama Bazooka. Und der Kampf fand vor der versammelten deutschen Boxprominenz statt. War das eine gute Idee? Also eine Frau, das sage ich jetzt mal, ich bin nicht postfeministisch, die einen Job macht da, wo die Männer stehen. Die diesen Job macht und genauso viel Geld verdient wie die Männer, die da stehen. Die ist sowieso immer gefährlich. Verstehe. Wie ist das denn so vor einem Boxkampf, wenn man als klare Außenseiterin gilt? Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, wie Sie sich dann gefühlt hätten. Aber das ist sicherlich kein Gefühl, um das man sich reißt. Bestimmt nicht. Mama Bazooka bringt ja über 100 Kilo auf die Waage und sie gilt als Spezialistin für harte Knockouts. Ich habe in der Nacht vorher gedacht, das packst du nicht. Und in der beruflichen Situation da zu stehen und zu wissen, es geht irgendwie zur Abschlachtung. Sie ernst? Und dann gehst du raus, du hast eine Höllenangst. Und dann? So, und dann kriegst du so pausenlos auf die Fresse. Und dass Big Dad Mama Bazooka den Kampf nicht überlebt hat, tut Ihnen gar nicht leid? Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich will Ihnen auch gern sagen, warum. Das ist auch sehr, sehr großen Kollegen schon so ergangen. Damit leben wir, das ist Berufsrisiko. Ja, das ist es wohl. Ich meine, weiterhin alles Gute für Ihre Boxkarriere, liebe Margarete, und danke für dieses Kompliment. Das Gespräch. Und jetzt ist es wieder vorbei. Endlich ist er wieder da. Spartacus, der größte Stuntman der Welt. Auch heute wieder wird er unsere Vorstellung von Raum und Zeit verändern. Wie immer begleitet von Anke Engelke. Danke, Ingolf. Spartacus persönlich hat uns heute auf sein geheimes Stuntgelände eingeladen, wo er in aller Ruhe seine tollkühnen, genialen Tricks ausprobieren kann. Und hier ist er auch schon. Spartacus, der größte Stuntman der Welt. Vielen Dank, Spartacus, dass Sie uns auf Ihr geheimes Versuchsgelände gelassen haben. Aber gerne, Anke, solange Sie nur keine Kameras mit dabei haben. Aber es ist doch kein Geheimnisverrat, wenn ich sage, das Wichtigste auf dem Gelände ist die Sicherheit. Das ist richtig erkannt, Anke. Auf diesem Gelände testen wir unsere Stunts nicht nur auf Präzision, Anmut und Geilheit, sondern vor allem auf absolute Sicherheit. Denn das ist ja auch das Wahrzeichen eines guten Stuntmans. Was genau ist denn das hier, Spartacus? Das hier, Anke, ist die größte Erfindung in der Stuntgeschichte überhaupt. Ein Sprungwind-Deviationskoordinator. Wow, ein Sprungwind-Deviationskoordinator? Sprungwind-Deviationskoordinator. Fuji Hachimoto, der nicht nur mein Lehrer und Trainer ist, sondern auch Chef-Meteorologe von Japan, hat ihn entwickelt. Anke, passen Sie auf, ich zeige Ihnen jetzt etwas. Fuji? Seitenwind. Die tödliche Bedrohung für jeden Stuntman. Tödlich. Der Stuntman springt von seinem Turm und möchte auf diesen Ziel senkrecht ankommen, aber durch den Seitenwind wird er zum hilflosen Spielball der Elemente. Das ist ja grauenhaft. So war das früher, Fuji. Aber dann kam Fuji mit seinem Sprungwind-Deviationskoordinator. Spartacus, wie genau funktioniert der?
Ein Präzisionswindmesser, der mit Hilfe eines Mini-Computers Luftwinkel und Seitenwindkomponente ausrechnet und wie bei einem Fernsehschirm diese Daten hier einspiegelt im Inneren des Schutzhelmes. Ich kann sie ablesen, kann während des Sprungs gegen den Seitenwind ansteuern und komme genau auf diesem Punkt runter. Diese Punkte runter. Spartakus, nun haben Sie diesen genialen Helm aufgesetzt. Bedeutet das? Ich traue mich kaum. Ja, es bedeutet, jawohl, ich werde springen. Ich habe das ohnehin vor. Es ist Teil meiner täglichen Arbeitsroutine. Es gibt Dinge, die wagt man kaum zu hoffen, aber jetzt wird ein Traum wahr. Wir sehen einen weiteren tollkühnen Stunt von dem mutigsten Mann auf der ganzen Welt. Spartakus, der größte Stuntman der Welt. Stärke 9,5 Knoten, Luftwinkel 188 Grad und Sprung ab! Scheiße, du Großartig, Spartakus, Sie sind genau auf dem Punkt gelandet, den Sie uns vorher gezeigt haben. Großartig! Fucci, eine wunderbare Erfindung! Diese Punkte runter, diese Punkte runter! Ich habe zwei Windräder, damit ich sie euch in den Arsch schieben kann. Das war die Wochenschau mit den witzigsten Nachrichten der Welt. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Auf Wiedersehen und noch ein schönes Wochenende.